Hallo Freunde, da sind wir wieder. Wir haben die Fernbedienung, um das Tor hier zu öffnen. Ich kann... Es war eine Fernbedienung. Sie hatte nur einen Knopf. Entweder würde sie die eisernen Tore öffnen, oder es gab hier nur ein Fernsehprogramm. Ja, ist schon klar. Ich möchte die auch benutzen, aber George lässt mich ja nicht. Jetzt reden. Na Nico, siehst du noch einen Wächter, der dir gefällt? Das zahle ich dir irgendwann mal heim. Ich habe es immer noch nicht geschafft, dieses Tor zu öffnen. Los, George, mach schon. Ich habe gehört, wie der Wächter etwas gemeldet hat. Unsere Freundin Petra wird jeden Augenblick hier eintreffen. Petra? Die kennen wir noch. Ich möchte ihr gerne, genau. Das war nicht ganz richtig. Ich möchte ihr gerne... Das würde mich nicht voranbringen. Ach so, okay. Das Tor ließ sich nicht von innen öffnen. George. Tada! Wunderbar, George. Oh oh, die Wächter kommen. Verstecken wir uns. Ah, ich muss das nicht selber machen, das ist gut. Na, Nico, siehst du noch einen Wächter, der dir gefällt? Das teile ich dir heim. Irgendwann mal heim. Was müssen wir tun? So, pass auf. Wir gehen hier hinten hin. Und drücken den Knopf. Durch Drücken auf den Knopf öffnete sich das Tor. Aber sobald ich losließ, schloss es sich wieder. Ja, das Problem haben wir gelöst. Na, Nico, siehst du noch einen Wächter, ach, der George, dir gefällt? Ach, George, hör doch mit den dummen Sprüchen auf. Irgendwann mal heim. Du musst mal den Knopf drücken. Hey Nico, drückst du bitte auf diesen Knopf? Was hast du nur immer mit Knöpfen, George? Drück einfach so lange drauf, bis ich wieder rauskomme, ja? Die Frage ist, was machen wir hier eigentlich? Wir haben doch bestimmt irgendein Ziel. Vielleicht sollte ich den Hebel nehmen. Ich improvisierte sowieso die ganze Zeit. Ja, ich bin wegen dem Hebel hier drin, George. Ich brauchte massenhaft Glück. Was ist das? Ich hab's mir nicht angeguckt. Ein Stück Kohle. Es war mein Glücksbringer. Ein Stück Kohle. Können wir da rein? Nee. Kisten schieben gibt's hier auch nicht. Nur dann gehen wir wieder raus. Die Frage ist, wir müssen doch jetzt hier irgendwas erforschen. Wir müssen doch was erforschen. Du kannst jetzt loslassen, Nico. Will sie nicht. Na gut. Okay, dann macht sie zu. Wir werden jetzt Folgendes tun. Wir werden den Wagenheber bedienen. Da war ich noch gar nicht drin, ne? Georgie, mach keinen Scheiß. Benutzen. Der Jeep senkte sich auf den Boden. Was machst du, George? Ah, die Stange wieder mitnehmen. So, wir gehen mal da hinten linsen. Da müssen wir ein bisschen schleichen. Schleicht Nico auch? Nee, Nico will nicht schleichen. Oh oh. Hier ist es dunkel, unheimlich und unheimlich dunkel. Und es gibt Kisten. So. Ich denke, wir haben unser Fluchtfahrzeug damit eben klar gemacht. Und hier werden wir jetzt das finden, weshalb wir überhaupt hier sind. Die Frage ist immer noch, was ist das? Wir wollen Hinweise finden über Susaro und die Drachenkraft, die er sich zu Nutzen machen möchte, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Der Pinky und der Susaro, der Pinky und der Susaro. Jetzt musste ich gerade mal selbst lachen, Entschuldigung. Narf. Da ist der richtige Weg. Es gibt auch nur einen. Moment, hier gibt es gar nichts zu tun. Das ist merkwürdig. Da kann ich auch aufhören zu schleichen. Wir müssen rumrennen hier. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt? Nico? Na, Nico, siehst du noch einen Wächter, der dir gefällt? Ach, George, der Spruch wird doof. Das zahle ich dir irgendwann mal heim. Der Spruch wird doof. Und Nico hat nichts zu sagen.
Durch das Fenster kann ich nicht stieren. Da. Ne, da geht's auch nicht lang. Hier kann ich gar nichts machen. Na, dann ist doch jetzt die Frage, was mache ich eigentlich? Ich löste die Handbremse. Die Handbremse war jetzt angezogen. Ich löste die Handbremse. Handbremse ist gelöst. Okay, die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Ach so. Aus dem Schadensfreiheitsrabatt wird wohl nichts. Der Spruch war wieder gut, Georgie. Kann ich die Handbremse jetzt wieder anziehen? Nee, ne? Aber egal, ich komme jetzt weiter. So läuft der Hase also. Ah, oh, ich bin ein sehr guter Spieler. Nico, kommst du auch? Soll ich dir helfen? Nein, geht schon. Okay. So. Wie hilft uns das jetzt weiter? Da geht's nicht runter. Da geht's. Aber das ist doch eh der Innenhof, wo ich eben war, oder? Ja. Was mache ich jetzt hier? Oh, was ist das? Dachkennel. Über das Abflussrohr konnte ich wahrscheinlich das Dach erreichen. Ja, dann mach mal. Ladies first. Höflichkeit ist hier gänzlich fehl am Platz. Du meinst, ich soll es zuerst ausprobieren? Ja. Ja, allerdings. Ja, allerdings. Hopp. Und hopp. George. Ah, Nico, Vorsicht da unten. Hui. Mann, das war knapp. Du hattest recht. Natürlich. Ich bin ja nicht blöd. Du musst wohl einen anderen Eingang suchen. In Ordnung. In Ordnung. Ich hätte jetzt an Georges Stelle noch ein bisschen lauter geschrien. Weil ich auch nicht glaube, dass das irgendjemanden auch nur im Entferntesten interessiert hat. Wir nehmen dieses Ding hier mit. Vielleicht konnte ich die Halterung später brauchen. Eine Schellschlauche, Schlauchschelle. So, da hoch kommt Nico jetzt nicht mehr. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir mit Nico da hoch? Kann ich hier noch irgendetwas tun? Nein. Dann muss ich wohl wieder runter. War das hier? Ja. So, wie kommt Nico jetzt dort hinein? Was hat Nico denn eigentlich? Halterung für Abflussrohr, Foto, Presseausweis, Bleistift, Lippenstift, Zettel, Zettel, Zettel und eine Schelle. Ich vermute, mit ihr kann ich jetzt hier eventuell irgendwas da drinnen machen? Vielleicht? Einfach mal hier hingehen und nochmal gucken. Vielleicht hat sie ja jetzt ein Menü. Mein Hund schnarcht. Ach nee, meine linke Seite hat ein bisschen schwer geatmet, weil die gerade so angespannt ist. Es war gar nicht der Hund, der schnarcht. Hey. Konzentrier dich, das ist ein ernstes Spiel. Nein, meins meine ich, nicht deins. Mein Spiel ist viel wichtiger als deins, weil ich mache das hier für Leute, die gerne zugucken wollen. Genau, für liebe Leute, ganz liebe Zuschauer. So, sie sagt nichts zum Hören. Die Flügeltür war verschlossen. Okay, schade. Ich muss irgendwie da rein. Oh. Jetzt nicht. Das würde hier nicht funktionieren. Was denn genau? Ich mach doch gar nichts. Das würde ich auf keinen Fall tun. Was genau? Ach, Nico. Guck mal, das Fenster ist ein bisschen offen, oder? Ich konnte einen kleinen Lagerraum durch die Scheibe erkennen. Das Fenster stand einen Spalt offen, aber es ging nicht weiter auf. Mit einiger Mühe gelang es mir, die Halterung in den Spalt zu schieben, um das Fenster aufzustemmen. Das war jetzt nicht so sonderlich schwer. Dann los. Vor allem, weil das Ding auch das einzige ist, was da halbwegs hätte passen können. Ich bitte um Verzeihung, ein kleines Bäuerchen. Okay, was haben wir hier? Knickerfolie. Eine alte Rüstung? Eine zerbeulte, rostige Rüstung. Darin könnte ich mich bestimmt nicht bewegen.
Die Rüstung war alt und rostig. Ich wollte sie nicht berühren, um Lärm zu vermeiden. Ja, ist eine gute Geschichte. Kannst du die Knickerfolie aufheben? Ne. Sie kann die Knickerfolie nicht aufheben. Ein Fass. Prost, Nico. Der Zapfhahn klemmte. Schade. Ich konnte ihn nicht bewegen. Vielleicht. Das war ungeeignet. Das war ungeeignet. Na gut. Vielleicht klemmt der Zapfhahn nicht. Ich drehte den Zapfhahn auf, aber es tat sich nichts. Das Fass war leer. Lichtschalter kann ich nicht benutzen. Horchen. Hinter der Tür war nichts zu hören. Das ist gut, dann machen wir sie auf. Okay, wir sind drin. Also diese Petra soll ziemlich übel sein. Und ob? Töten macht ihr Spaß. Sie meint, es wäre eine Kunst. Unangenehm. Die hat mal einen gefoltert, der ist erst nach einer Woche gestorben. Wie hat sie das gemacht? Die Methode heißt Döner-Kebab. Du meinst doch nicht. Doch, genau, mit Spieß und allem. Bloß ohne Salat natürlich. Und ohne Fladenbrot? Klar. Wie sieht sie denn aus? Sie hat kurzes, blondes Haar. Mehr weiß ich nicht. Hab sie nie aus der Nähe gesehen. Kann ich dir nicht verdenken. Sie könnte auf Ideen kommen. Ja, genau. Zum Beispiel Chicken Nuggets. Hotdog mit scharfem Senf. Oh. Sie durften mich auf keinen Fall entdecken. Das macht es Sinn. Es musste doch eine Möglichkeit geben, hier herumzulaufen, ohne aufzufallen. Aber vorerst konnte ich mich nur mucksmäuschenstill verhalten. Ja, es ist völlig okay. Da komme ich raus. Ne? Wir gehen mal die Treppe hoch. Ich möchte jetzt nicht bei den Wachen lang. Hier ist nichts. Nichts ist nicht viel. Ich brauche eine Uniform. Oder eine Perücke mit kurzen blonden Haaren. Dann halten die mich für Petra. Ja, genau, das ist es. Das ist das Rätselslösung. Das Bild sieht verdächtig aus. Da ist ein Safe dahinter. Guck mal, wie der flackert, der Bildrahmen. Hier brauche ich das, glaube ich, nie machen. Aber es sieht sehr gut aus, wenn Nico das macht. Pflanze. Ah, jetzt bin ich hier oben bei den Bildern. Okay, oh. Hast du was gehört? Nein. Bin mir nicht sicher. Kam da was von oben? Hörte sich so an. Nimm du die Seitentreppe. Ich gehe hier rauf. Falls jemand hier ist, haben wir ihn in der Falle. Ich musste mich verstecken, bevor sie mich fanden. Aber wo? Hast du auf der Seitentreppe irgendwas gesehen? Nein. Pass trotzdem auf. Mir ist es unheimlich hier drin. Puh. Das war ein bisschen creepy jetzt. War nur so ein bisschen. Ich brauche blondes Haar. Wunderbar. Blonde. Klack, klack. Also immer das Durchladen von diesen Knallen, das macht mich total kirre. Nico, geh bloß langsam. Die Bilder sind total schön, nicht hören. Hinter der Tür war nichts zu hören. Das ist gut, dann gehen wir durch. Scheiße. Die Tür war verschlossen. Dann schleichen wir eben weiter. Jetzt bin ich wahrscheinlich gleich einmal im Kreis und der Boden knarzt wieder. Komme ich daher? Nee, ne? Dann gehen wir mal dahin. Da ist noch eine Tür. Das hilft, denn wir suchen Türen und Wege und Dinge. Ich weiß nur nicht welche. Ich hörte keinerlei Bewegung auf der anderen Seite der Tür. Das ist sehr gut, dann geht durch. Scheiße. Ich konnte die Tür nicht öffnen. Sie war abgeschlossen. Schleichen wir weiter den roten Gang entlang. Es ist zum Glück nicht die Green Mile, sondern die Red Mile. Hier ist noch eine Tür. Na? Ich hörte keinerlei Bewegung auf der anderen Seite der Tür. Hier muss doch mal irgendeine verdammte Tür offen sein. Ich konnte die Tür nicht öffnen. Sie war abgeschlossen.
Na, hier gibt's so viele Türen, irgendeine davon muss ja wohl offen sein. Ich muss ja irgendwas machen. Vielleicht muss ich auch... Vielleicht war die Tür zu massiv. Jedenfalls konnte ich nichts hören. Okay, vielleicht muss ich auch die Haare färben von Nico. Die Tür war verschlossen. Das möge auch eine Möglichkeit sein. Eine weitere Tür. Hier gibt es ja Türen. Ich mag diese Mauern. Vielleicht war die Tür zu massiv. Jedenfalls konnte ich nichts hören. Ja, mit Sicherheit ist die auch verschlossen. Ja. Ich konnte die Tür nicht öffnen. Sie war abgeschlossen. Jetzt haben wir, glaube ich, 3 Minuten damit verschwendet, irgendwelche Türen zu öffnen, die nicht zu öffnen sind. Bist du meine letzte Hoffnung? Mag es tatsächlich so sein? Ich hörte keinerlei Bewegung auf der anderen Seite der Tür. Ja, endlich eine offene Tür. Ich werd bekloppt. So, was haben wir denn hier? Erstmal alles durchstöbern hier. Die Kommode war verschlossen. Ist hier denn alles verschlossen? Das Schloss war selbst für eine Antiquität erstaunlich widerstandsfähig. Mhm. So, ein Heizkörper. Wie heißen diese Dinger zum dahinter umziehen tun? Paravent? War das so? Oh, was ist das? Der Koffer war leer. Abgesehen von einer Perücke. Was für eine Überraschung. Die muss ich mit Sicherheit... Wie konnte ich nochmal die Ansicht wechseln? Ah ja, so war das, genau. Ich nahm die Perücke. Ohne die konnte sich Petra wenigstens nicht mehr für mich ausgeben. Und die können wir blond färben, damit wir uns für sie ausgeben können. Das ist mein Plan, Leute. Was haltet ihr von diesem Plan? Er ist fantastisch, nicht wahr? Ein Föhn. Bupp. Ich nahm den Föhn. Das ist gut. Abgesehen von ordinären Kleidern war nichts in dem Koffer. Ordinäre Kleider. Oh. Die feine Dame hier. Die ordinären Kleider. Dahinter muss ich mich bestimmt verstecken. So, was haben wir hier? Da haben wir nichts. Da haben wir nichts. Da haben wir nichts. Dann gehen wir mal ins Bad. Ich habe das Bad eben aus dem Augenwinkel schon gesehen. Ich? So. Jetzt ist die Frage. Was ist das da? Nichts, was mir hilft. Die Hähne am Waschbecken versprachen sowohl heißes als auch kaltes Wasser. Das ist gut. Naja, zumindest gab es kaltes Wasser. Was haben wir da? Die Badewanne? Da scheint der Schacht zu sein. Ja, hier ist gar nichts. So, jetzt pass mal auf. Die Perücke, die nehmen wir mal ins Waschbecken rein. Aber womit färbe ich die denn? Ich brauche doch Bleiche oder sowas. Föhn. Habe ich denn... Lippenstift bringt mir nicht viel. Ich brauche Bleiche. Die Perücke lag im Waschbecken. Sie sah wie ein totes Tier aus. Ich fragte mich, ob mein Plan funktionieren würde. Ach, mit Sicherheit. Das ist ein super Plan. Ist ja auch von mir, nicht von dir, Nico. Das will ich jetzt erstmal feststellen, ja? Aber wo kriege ich die Bleiche her? Hier war nichts anderes, was offen war. Eine Waschkammer oder sowas wäre ganz praktisch, denke ich. Da komme ich nicht dran. Ist hier drüben noch irgendwas? Nein. Die anderen Zimmer waren alle verschlossen. Brauche ich gar nicht mehr probieren. Und jetzt kommen wir wieder an die kritische Phase. Wo bekomme ich... Motorrad vorbeigefahren. Wo bekomme ich Bleiche her? Bin ich hier rausgekommen? Ja, ich denke schon. So, warte. Hier war nichts... War unten im Keller noch irgendwas? Was ich übersehen habe? Ich kann auf jeden Fall noch hingehen, das ist doch schon mal was. Das Fass.
Die Rüstung. Nee. Achso, da waren wir auch schon dran. Oder? Der Zapfhahn. Ja, der Zapfhahn. Ich konnte ihn nicht bewegen. Blablabla. Gut, liebe Freunde, wir haben einen Plan, wir haben einen Auftrag, wir wissen noch nicht ganz, wie wir den umsetzen, aber das machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Warum mit Fluch 3. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen und sage bis dahin, macht's gut. Tschüssi.